Großbritannien und die USA haben nach dem Absturz einer britischen F-35 im Mittelmeer Maßnahmen ergriffen. Russland soll nach dem Absturz zusammen mit den USA und Großbritannien eine Suche eingeleitet haben. Die Vereinigten Staaten und Spanien suchen weiter nach Osten. Während die Briten weiterhin den Boden des Beckens durchsuchen. Großbritannien und die Vereinigten Staaten wollen nicht, dass die F-35B in die Hände Russlands fällt. Weil sie über geheime Radare und Sensoren verfügt, die es ihr ermöglichen, mit Überschallgeschwindigkeit zu fliegen.